Bei vielen Frauen in England greift die Angst um sich. Sie fühlen sich nicht mehr sicher. Auf den Straßen, in Parks, Bars oder Clubs. Denn immer wieder werden sie dort von Männern angegriffen, vergewaltigt und in manchen Fällen sogar umgebracht. Die Morde an Sarah Everard im März und Sabina Nessa im September dieses Jahres haben Großbritannien tief schockiert und die Sicherheit von Frauen im öffentlichen Raum in den Fokus gerückt. Jetzt, wo auch Bars und Clubs wieder offen sind, mehren sich Berichte über sogenanntes Drink-Spiking. In Discos oder Clubs mischen Männer dabei Frauen unbemerkt Drogen oder Beruhigungsmittel ins Getränk. Fast 200 solcher Fälle wurden allein im September und Oktober gemeldet. Unsere Korrespondentin Birgit Maas in London hat sich die Lage in Großbritannien angeschaut. Birgit, warum hören wir gerade jetzt aus Großbritannien von so vielen Fällen, bei denen Frauen etwas ins Glas gemischt wurde? Das liegt sicherlich zum großen Teil daran, dass die Bars und Clubs eben jetzt wieder aufhaben, Covid-bedingt lange geschlossen. Außerdem haben die Unis angefangen, haben die Semester angefangen. Das heißt, es sind auch viele Studentinnen und Studenten unterwegs. Aber auf der anderen Seite gibt es jetzt in Großbritannien ein größeres gesellschaftliches Bewusstsein, würde ich mal sagen, was die Sicherheit von Frauen angeht. Das kann man sicherlich mit der allgemeinen Miete klären, wo insgesamt das Thema Übergriffe auf Frauen einfach sehr viel diskutiert wurde. Dann diese Morde, von denen du berichtet hast, auch die haben nochmal die Sicherheit von Frauen sehr, sehr in den Fokus gebracht. Und so ist es jetzt ein Thema, das besonders von Frauen und ich würde mal sagen auch besonders von jüngeren Frauen jetzt in den Vordergrund gerückt wird. Und viele Frauen sind auch bereit, über diese Dinge jetzt zu sprechen, öffentlich zu sprechen. Und das wäre vielleicht vor einigen Jahren noch nicht der Fall gewesen. Was erzählen die Frauen denn, denen das passiert ist mit diesem Drink-Spiking? Also grundsätzlich ist es so, dass es mein Eindruck ist, dass wirklich jüngere Frauen, mit denen ich gesprochen habe, dass das einfach ein Riesenthema ist für junge Frauen, die unterwegs sind, die ja ganz normal in Nachtclubs, in Pubs gehen und sich im öffentlichen Raum bewegen, so wie man das ja, ja tun sollte, ohne sich Gedanken zu machen. Und die aber jetzt wirklich sicherstellen, dass sie mit Freundinnen unterwegs sind, dass sie nicht alleine sind, die also wirklich immer im Hinterkopf haben, dass ihnen irgendetwas passieren könnte. Und es scheint auch so zu sein, dass es wirklich sehr, sehr verbreitet ist, dass fast jede junge Frau entweder jemanden kennt oder es ihr sogar persönlich passiert ist. Ich habe mit einer jungen Frau gesprochen und die hat gesagt, das war ja eine der ersten Nächte, wo sie hier, die war neu in London, wo sie hier unterwegs war, wo sie einfach nicht wusste, wie sie nach Hause gekommen ist. Und sie hatte nicht viel getrunken, ein halbes Glas Wein. Und war zum Glück nicht alleine unterwegs, aber ihr fehlt einfach, ihr fehlen einfach mehrere Stunden, was diesen Abend angeht. Und das scheint sowas zu sein, was viele Frauen berichten, was auch junge Frauen jetzt in den Medien sagen. Es ist einfach ein Blackout. Sie wissen nicht, was passiert ist. Sie wissen nicht, was, wie sie nach Hause gekommen sind. Und ja, sie fühlen sich einfach dadurch natürlich auch schutzlos und angreifbar. Nicht mehr sicher, einfach in dem Moment, wo sie eigentlich ja frei sein wollen, sich vergnügen wollen und einfach nur Spaß haben wollen, also was ganz Normales als junger Mensch. Und das ist jetzt in dem Sinne so unbeschwert im Moment anscheinend einfach nicht mehr möglich. Kann man denn auch was über die Täter sagen? Was sind das für Männer, die zu so perfiden und letztlich auch feigen Methoden greifen, um Frauen dann Gewalt anzutun? Ja, das fragen sich natürlich auch die jungen Frauen. Wer macht sowas? Haben diese Leute keine Schwestern? Haben die keine weiblichen Freundinnen? Warum ist das so ein anscheinend doch weit verbreitetes Phänomen? Wir wissen im Moment nicht sehr viel über die Täter. Ich habe mal nachgeschaut und einige Leute von der Polizei, Pressemitteilungen und Aufklärung im Internet, wo auch gesagt wird, dass einige Verdächtige ja vernommen werden. Also es gibt Fälle, wo die Polizei Verdächtige vernimmt, aber das Augenmerk scheint doch mehr auf den Frauen, mehr auf den Opfern zu sein, die einfach jetzt im Moment laut sind, die eine Diskussion in Gang bringen. Was das für Täter sind, wissen wir
letztendlich nicht. Also die Aufmerksamkeit ist wirklich mehr auf den Frauen und auf ein Appell an die Frauen, sich so zu verhalten, dass ihnen möglichst wenig passiert. Viele Frauen sagen natürlich, das reicht nicht. Wir müssen über die Männer sprechen, wir müssen über die Täter sprechen. Warum bin ich als Frau diejenige, die dafür verantwortlich gemacht wird, dass ich mich frei auf der Straße und frei im öffentlichen Leben bewegen kann? Es muss weitergehen und es muss wirklich mehr es muss mehr über die Täter gesprochen werden und es müssen auch Männer letztendlich mitmachen und Männer müssen mit anderen Männern sprechen und sicherstellen, dass sowas einfach nicht passiert. Absolut. Einige Frauen berichten ja auch davon, sie seien im Club bewusstlos geworden und hätten dann später Einstichstellen an ihrem Körper gefunden, wie von der Spritze. Was ist an solchen Geschichten dran und wie wahrscheinlich ist das tatsächlich? Ja, da gibt es jetzt einige Experten, die öffentlich sagen, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass jemand, der keine medizinische Ausbildung hat, jemanden mit einer Nadel Drogen einflößen kann. Aber letztendlich wissen wir es nicht. Wir wissen, dass die Polizei auch da einige Verdächtige vernimmt. Es gibt Fälle, von denen die Polizei berichtet, aber im Moment sind die einfach noch nicht aufgeklärt. Die größere Zahl sind aber tatsächlich die Fälle, wo Frauen etwas in die Drinks geschüttet wird, also dieses sogenannte Spiking. Aber natürlich die Vorstellung, dass da jetzt Menschen mit einer Nadel herumgehen und Frauen in die Beine stechen in Clubs, das ist natürlich auch extrem beängstigend für viele Frauen. Egal, ob das jetzt ein großes Phänomen ist oder ob das vereinzelt passiert, dass es überhaupt passiert, ist natürlich erstmal sehr, sehr gruselige Vorstellung für die Frauen. Ja, einige Frauen wollen sich ja jetzt auch wehren und haben diese Girls Night In Campaign ins Leben gerufen und sagen, wir boykottieren die Club- und die Barszene jetzt einfach. Wir gehen gar nicht mehr raus, um uns zu schützen und uns sicher zu fühlen. Aber das kann ja nicht die Lösung sein, dass Frauen sich jetzt zu Hause einschließen, um sich sicher zu fühlen. Die fordern natürlich auch Aktionen von Politikerinnen und Politikern. Und der Premier Boris Johnson hatte das ja auch schon nach dem Mord an Sarah Everard versprochen. Welche der Versprechungen nach mehr Sicherheit hat die Regierung denn schon konkret in Angriff genommen? Ja, das liegt natürlich auch bei den einzelnen Polizeibehörden und zum Beispiel in Universitätsstädten. Da gibt es einige Polizeibehörden, die vermehrt Polizisten auf die Straßen schicken, die auch Polizisten in Bars schicken, auch undercover, die auch Tresenpersonal ausbilden, also die auch versuchen, einfach eine größere Transparenz zu schaffen, auch das Tresenpersonal zu alarmieren. Aber de facto ist das natürlich schwierig. Also jetzt für jemanden, der an der Bar arbeitet und es ist komplett voll und er oder sie muss wirklich viele Leute bedienen, der oder die kann natürlich nicht auch noch darauf achten, dass niemand irgendwas ins Glas geschüttet wird, denn das geht ja sehr, sehr schnell. Es gibt sogenannte Alcotops, das sind so Deckel, die sich die Frauen dann auf die Flaschenhälse stülpen können, um sich zu schützen. Aber viele Frauen sagen, darum geht es jetzt eigentlich gar nicht, sondern denen geht es um eine gesellschaftliche Debatte. Es geht darum, dass sich die Männer auch ändern. In diesem Zusammenhang sehr interessant, ich habe Anfang des Jahres an einer Uni gedreht in Warwick und da haben die Frauen wirklich Wochen, Monate lang den Campus besetzt gehalten, haben in Zelten auf dem Campus gelebt, um Aufmerksamkeit zu schaffen für das, was sie Vergewaltigungskultur nennen auf dem Campus, dass es dort quasi normal sei, dass Frauen angegrapscht werden, dass Nacktfotos herumgeschickt werden, also dass Frauen respektlos behandelt werden, aber auch bis hin zu Vergewaltigung, dass wirklich mir viele Frauen erzählt haben, dass jede Frau dort, jede Studentin irgendeine Erfahrung gemacht hat oder zumindest jemanden kennt, die Opfer von sexuellen Übergriffen geworden ist. Und dort sind die Frauen eben auch gezielt an ihre Mitstudenten herangegangen und haben versucht, die mit ins Boot zu holen und die auch zu ermuntern, auch mutig zu sein, wenn andere junge Männer vielleicht respektlose Bemerkungen machen über Frauen, auch im Männerkreis, dann nicht einfach mitzulachen oder nicht zu sagen, sondern
wirklich ja, zu den Frauen zu stehen und zu sagen, das ist nicht in Ordnung. Also da gibt es in Großbritannien wirklich mittlerweile eine große Bewegung und da sehr, sehr viel Diskussion. Kann man denn erklären, wo der Grund für diese Kultur oder die Wurzel dieser Kultur liegt? Was ist der Grund für diese Frauenfeindlichkeit? Also viele Frauen in Großbritannien gehen eigentlich davon aus, dass es nicht ein speziell britisches Problem ist, sondern dass es ein Problem ist, was überall auf der Welt ja, zu finden ist. Es ist natürlich auch schwer zu quantifizieren, wo ist das jetzt mehr oder weniger, weil natürlich man kann die Straftaten, es gibt Statistiken für Straftaten, aber natürlich gibt es auch unheimlich viele, eine unheimlich große Dunkelziffer. Frauen, die eben nicht sagen, dass sie Opfer von sexueller Gewalt geworden sind. Und viele in Großbritannien gehen davon aus, dass es einfach hier im Moment eine sehr, sehr große Debatte gibt, eine große Sensibilität, was dieses Thema angeht. Eine gute und sehr wichtige Debatte, die wir hoffen, dass sie noch weitergeht. DW-Korrespondentin Birgit Maas in London, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzungen.